Herzlich willkommen zum nächsten Spiel unserer New York Rangers. Heute sind wir in Glendale, Arizona zu Gast bei den Coyotes. Rein von der Statistik her werdet ihr gleich sehen, das ist ein Pflichtsieg für uns. Ja, und wir kommen aus einer Folge, in der letzten Folge, da habe ich euch darum gebeten, zwischendurch schon abzuschalten, weil ich wusste, es ist einfach nicht schön, sich das anzuschauen, weil die Stimmung so schlecht war. Eine Aufholjagd war sowieso nicht drin und da habe ich gesagt, montags, mittwochs, freitags geht's weiter, guckt euch das an. Derek Stepan auf jeden Fall hier, der Ex-Ranger am Bullypunkt. Eigentlich möchte ich auch gar nicht zu sehr auf die letzte Folge eingehen. Es wurde alles in der letzten Folge gesagt, die ganze Folge über verteilt. Komm schon, oh, das war ein schöner Versuch auf jeden Fall. Deswegen guckt sie euch doch, jetzt in der letzten Folge sagen, ihr sollt abschalten und dann darauf hinweisen, ist doof. Naja, schafft Zuccarello, nee, doch nicht, verpasst. Sibanejad, der war schon mal knapp. Über die Bande wieder zu Nash, Sibanejad im Slot. Zuccarello, ach, wieder verpasst. Schön hier mitgeackert von Sibanejad. Ach, schade, dann reicht's nicht. Doch, da reicht's. Und da auch Zuccarello, stark. Wie immer, bei der Reihe ist es für den Gegner schwer, aus dem eigenen Drill rauszukommen. Jetzt für die Tippin. Ah, Ekman Larsen fängt ab. Brady Shea direkt zu Mika Sivanejad. Der nimmt den Puck dann auch endlich an. Lässt liegen für Zuccarello. Buchnevich! Einer der wenigen, der im letzten Spiel noch getroffen hat. Kann ich ja sagen, wir haben gegen die Chicago Blackhawks mit 10-3 oder 10-4 verloren. Ich hatte versucht, den Schwierigkeitsgrad anzuheben. Aber ich habe nicht anders gespielt als sonst. Es war lächerlich. Wenn ich euch das jetzt erzähle und wenn ihr das hört, werdet ihr wahrscheinlich denken, boah, ist ja schlecht und kommt mit der Erhöhung des Schwierigkeitsgrads nicht klar. Oh, Schlägerbruch. Das habe ich in der letzten Folge alles klar und deutlich erklärt. Oh, der hat keinen Schläger. Hol dir nochmal einen Schläger jetzt. Das war einfach lächerlich. Ich glaube, wir haben die 10 Tore mit 13 Schüssen oder so gekriegt. Das geht einfach nicht. Gut, Schneewitsch auf Kreider. Oh, und Antiranta, der nächste Ex-Ranger hier. Mit dem klasse Save für die Coyotes. Ja, deswegen, oh, 1-6-3, sehr schlechte Bilanz der letzten 10 Spiele. Wobei, so wird es wahrscheinlich schon die ganze Saison laufen. Auch in echt ja nicht ganz so rosig. Ja, ich hatte ja, oder jetzt spiele ich auch wieder auf dem Schwierigkeitsgrad weiter unten. Aber dafür habe ich sowas wie die lernende KI des Gegners ganz hochgestellt und meine ganz schlecht. Oder die Strategieanpassung und sowas alles. Schwierigkeitsgrad der KI ist auch auf dem Maximum, nur halt der Schwierigkeitsgrad als solches, also da gibt es irgendwie noch so eine Extra-Option. Oh, da rutscht er noch fast. Der Schwierigkeitsgrad als solches ist halt wieder der untere, weil bei dem oberen hatte ich das dann genau andersrum gemacht. Beim oberen hatte ich die lernende KI, da hatte ich die Strategieanpassung, da hatte ich die starke KI. Ja, und was hat's gebracht? 10-3 verloren. Schade, schön reingerannt da von Miller. Mit dem Versuch, den abzufälschen. Und was ich gemerkt habe, es. Also NHL, das war genau das, was ich vor 2 Folgen angekündigt habe, hat einfach nicht das angenommen, was ich gedrückt habe. Beim 1-0 haben sie mir einfach den Verteidiger weggezogen, wo ich überhaupt nicht hingelenkt habe. Das ist, wenn man es sich anguckt, kann man das wahrscheinlich nicht so nachvollziehen. Aber ich hatte ja in dem Moment einfach gemerkt, was ich eingegeben habe, sozusagen, was ich gelenkt habe. Er hat einfach, ja, quasi genau das Gegenteil gemacht und sowas ist dann halt, finde ich, lächerlich. Weil es war halt nicht mal so meine Schuld und wir haben, glaube ich, auch 5 Rebounds reingekriegt. Also so ist, die eine Sache ist, dass Lundqvist vielleicht die Rebounds in die Mitte abprallen lässt. Aber so wie hier, Holden geht dann halt hin und holt sich den. Aber da war ja nie ein Verteidiger bei uns. Jedes verdammte Mal haben sie den Rebound gekriegt und ins leere Tor geschoben. Dann hatten wir noch ein Tor, da ist er einfach nur easy um das Tor drumherum gerannt, ein Backdoor, das war ganz gut, aber ist natürlich ironischerweise klappt das dann genau in so einem Spiel, auch bei der CPU. Das war schon stark gemacht. Ja, dann irgend so ein komisches Ding von der blauen Linie wieder, wo Lundqvist 3 Sekunden zugucken kann. Und natürlich eins durch die Beine. Das ist ja sonst immer das Beliebteste. Wenn wir verlieren sollen, dann kriegen wir die Gegentore durch die Beine. Aber ich möchte jetzt die schlechte Stimmung eigentlich nicht hierauf übertragen. Nur weil ich es angesprochen habe, wollte ich das jetzt trotzdem nochmal erwähnt haben.
Müssen wir erstmal aufpassen, hier haben wir uns hinten gegenseitig behindert. Schön zugemacht, den Passweg hier von Zuccarello. Nash, aufpassen, keine Strafe kriegen, schön. Shay, ja, Nash hat, kommt da so ein bisschen schwer raus, aber drüben hat er Zuccarello dabei. Oh, das ist stark. Das ist einfach ein schön ausgespielter Konter. Nash müsste damit jetzt wieder unser Topscorer sein, war glaube ich punktgleich oder so mit Kevin Hayes. In 34 Spielen 31 Punkte. Nash wartet dann an Ekman Larsen den Pass vorbei. Ranta noch mit einer sehr, sehr starken Bewegung, aber das reicht ja nicht gegen Mats Zuccarello. Auch Shay wieder mit einem Assist. Schießt wenig Tore, macht umso mehr Assists. Eigentlich genauso wie Hayes. Hayes hat auch erst 8 Saisontore, aber über 30 Punkte. Und das finde ich gut. Aber selbst wenn es geht hier nicht um Punkte, es wird nicht nach Punkten gemessen. Und was ich auch schon oft gesagt habe, aber wenn ich schon mal dabei bin, kann ich das ja gleich auch nochmal erzählen, nachdem McDonough einen losgelassen hat, schade. Wir haben halt nicht so die eine Reihe, die die ganzen Punkte macht oder den einen Spieler, der jetzt 10 Punkte allen anderen voraus ist. Wir haben dafür 4 Reihen, die konstant gut punkten. Da sind die Punkte schön aufgeteilt auf alle Spieler. Wir haben super viele Spieler mit über 20 Punkten. Wisst ihr, da haben manche halt zwei oder eine ganze Reihe mit 40 Punkten und danach kommen sie dann mal so mit 10, 15. Da sind wir sehr ausbalanciert. Deswegen werden wir auch nicht in die Top 10 der Topscorer kommen mit irgendeinem Spieler von uns, schön gehalten. Guck mal, sowas ist im letzten Spiel immer reingegangen. Ist ja okay, wenn sowas reingeht, ne? Aber nicht bei 4 Schüssen 3-mal oder so. Der dagegen? Den hätte ich mir, glaube ich, auch zugetraut zu halten. Vor allem Fanghandseite. Klingt nach einer großen Fresse, aber bei der Aktion musste man nicht von links nach rechts rutschen, wo ja die meisten dann rutschen und rutschen und rutschen und nicht bremsen können, wenn sie Goalie spielen. Aber da stehen bleiben und die Fanghand hinhalten, das hätte ich, glaube ich, schon hingekriegt. Ist vielleicht auch ein schnellerer Rückhandschuss gewesen, als man denkt, aber passt schon! Fast kontert nämlich mit der Rückhand. Ehemalige Nummer 19, jetzige Nummer 17 hier. 3-1-Führung auf 2 Tore wiederhergestellt. Irgendwas war ich noch am sagen, ich weiß gar nicht was. Ach ja, genau, mit den Topscorern. Ja, wir werden keinen Topscorer in den Top 10 haben. Da sind dann Crosby, Ovechkin und so weiter wahrscheinlich wieder alle mit mehr Punkten als Spielen, aber wobei, mehr Punkte als Spiele können wir auch noch hinkriegen. Alter, was ein Kampf hier. Ah, das können wir. Oh, nochmal fast. Oh, schade, bleibt am Pad hängen. Das wäre der Blitzdoppelpack gewesen. Schön gearbeitet von der Reihe her. Naja, wie gesagt, selbst wenn nicht, wir haben so viele gute Scorer hier. Wir treten als ein Team auf. Jetzt befasst mit dem Tordrag wieder nach außen. Legt auf für Holden. Oh, schade. Ranta hält den auch stark. Macht eigentlich ein starkes Spiel. Macht auch starke Bewegungen bei den Gegentoren eigentlich. Aber es reicht nicht. Gut, bei der Rückhand das sieht vielleicht auch einfach unglücklich aus. Bei Lundqvist ja auch. Wobei, der gegen Lundqvist war schon noch peinlicher eigentlich. Und vor allem auch gerade, weil es Lundqvist ist. Aber früher ja beide zusammen gearbeitet in New York. Lundqvist und Ranta. Holden, komm. Riskant, da offensiv gegen zu gehen, so aggressiv, aber guter Check. Ah, dann wird das leider ganz knapp Icing hier. Aber wieder so kurz vor Ende des Drittels, wie schon im ersten Drittel. Der Herr Nee hält den fest, war nicht ganz so gut, den hätte ich lieber gewonnen. Letzte Sekunde, schießt nochmal Lundqvist, geht auf die Knie, hält ihn mit dem Schoner. Nika Zibanejad für uns. Verliert gegen den er quasi ersetzt. Derek Stepan. Wobei, nee, hat er auch mit ihm zusammengespielt. Broussard sollte er, glaube ich, ersetzen, ne? Das war ja auch der Trade damals. Egal, habe ich schon mal drüber geredet, über die ganzen Transfers. Vor allem auch in der ersten Folge dieses Projektes. Hier und auf geht's Zibanejad. Hat vorne auch Nash mit dabei.
Auch McDonald's schaltet sich ein. Oh, und durch die Abbremsung. Weißt du, aber ich weiß nicht, wie man es hinkriegt, bei der Abbremsung den Schläger nach außen zu halten. Weil so bietet man, indem man abbremst und den Schläger ins Spielfeld hineinhält, ja immer dem Gegner den Puck an. Hallo, der andere muss mal hier, Shay. Der Puck lag frei, ja? Kannst du dir gerne holen. Hier, so bietet man dem die immer an. Schön. Nash mit dem nächsten Punkt. Sivanejad mit dem nächsten Tor. Und wieder Brady Shea mit der Vorlage. Seht ihr, so schnell geht das immer. Nachdem er sich den Puck dann doch geholt hatte, hat er sich auch belohnt. Ah, den wollte ich dann noch schön rüberspielen. Oh, der fährt gut vom Verteidiger. Oh, oh. Shattenkirk stört, Buchnevic. Einer muss jetzt mal richtig, Smith. Shattenkirk, alle nur ein bisschen. Zu frei. Aber über Shattenkirk geht's los. Oh, da wird Zwinger Baranta schön zu den Querbewegungen. Kommen wir schön auf die Vorhand gelegt, dann sind wir frei vom Tor. Und die gingen im letzten Spiel für die Chicago Blackhawks immer rein. Was halt aufgefallen ist auch übrigens, NHL wollte quasi immer, dass ich den Check kriege. Genauso schnelle Pässe, wie ich hier eben immer gespielt habe, die wurden nicht mal versucht, die wurden gar nicht erst angenommen vom Spiel. Ja, mein Fehler. Weil quasi drauf gewartet wurde, dass ich gecheckt werde. NHL hat den Pass so lange nicht abgenommen, bis der Gegner dann kam und den Check erfolgreich beendet hat. Aber wir kriegen den einfach nicht außen ums Pad drumherum. Wie oft wir das schon in den letzten Spielen versucht haben. Sollte ich vielleicht lassen. Wieder aggressiv gegengehen mit Holden. Oh, oh, das war daneben. Max Stoll und Henrik Lundqvist klären das aber. Der war doch nicht mal am Puck. Wie fällt der denn? Ey, der rennt in den Zweikampf und fällt. Zwei echte Minuten, nochmal Unterzahl. Und die letzten 5 Minuten brechen an. Domi, Reader und Stepan auf dem Papier. Eine gute Reihe. Oh, da war es auch fast schon soweit. Ist der denn schon wieder hängen geblieben? Naja, aber das war in der letzten Folge einfach schön hier gemacht. Und Stepan gegen den Ex-Club. Das war in der letzten Folge echt suspekt, dass da einfach die Pässe so lange gehalten wurden, bis ich dann gecheckt wurde und der Puck dann nämlich weg war. Hatte keine Chance, den Pass zu spielen. Komm nochmal schön Backdoor. Oh, was ein Save von Ranta. Verhindert hier Sivanejads Doppelpack. Auch schön Backdoor gespielt. Sehr riskante Pässe jetzt hier, ja. In den letzten 2 Minuten gleich. Stoll macht das gut. Über die Wand zu Corello, Nash. Ah, da ist er weg. Holten sich wieder. Oh, ne. Ein reines Rumgespitzle hier. Siehst du, der Goalie ist noch drin. Da stand schon das Tor ist frei. Der wollte nur. Aber er ist noch nicht. Das Spiel verarscht uns hier auch schon. Jetzt ist er wahrscheinlich wirklich vom Eis. Ja, jetzt steht auch leeres Tor. Aber die Coyotes müssen natürlich noch 2 Tore aufholen. Ekman Larsen schön nicht schießen lassen. Wenn wir runter zum Block gehen, müssen wir noch haben. Ansonsten nehmen wir Lundqvist die Sicht. Holden macht das. Grabnow fast. Ja komm, der hat den Doppelpack doch verdient. Den macht er auch. Schön. 5-2, sicherer Sieg hier. Fast. 12. Saisontor. Grabnow Holden mit den Assists. Geht, denke ich, in Ordnung. Ich meine, vor allem auch 5-2 ist auch für, wenn man die echte Saison betrachtet, ein realistisches Ergebnis, auch wenn man gegen ein statistisch unterlegenes Team spielt. Wobei nicht mal gegen unterlegenes. Man kann auch mal gegen die Penguins zum Beispiel so gewinnen. Oh, da wollte ich ihm nochmal so einen schönen Hattrick auflegen. Einfach querpassen und rein Schlagschussen, aber das hat an der Stelle nicht sollen sein, kann aber auch reichen. Wie gesagt, Empty Netter war wieder dabei, sonst wäre es ein 4-2 gewesen.
Für mich steht in dieser Aufnahmesession noch ein Spiel an, und zwar gegen die Vegas Golden Knights. Ziemlich neutrale Statistik. Wir sind immer noch das Maß aller Dinge. Aber wenn wir so verlieren wie in der letzten Folge, will ich den Schwierigkeitsgrad einfach nicht hochstellen. Es ist ein bisschen witzlos mit so wenig Niederlagen, das sehe ich ein, aber wenn ich den hochstelle, dann rege ich mich nur auf und habe noch weniger Spaß dran. Und ich habe auch an Niederlagen Spaß. Aber nur, wenn NHL auch das mal annimmt, was ich mache. Wenn ich immer nur verliere dadurch, dass NHL meine Aktion einfach nicht ausführt, die ich am Controller drücke, dann bin ich da nicht bereit für. Vielen Dank. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.